Hallo meine Freunde und lieben Zuschauer, willkommen zurück zu King of Retail, der König aller Geschäfte hier. So, wir schauen mal als erstes nach. Wir haben 1460 im Konto. Ja, schauen wir erstmal nach unseren Darlehen. Also, wir haben ja zwei aufgenommen. Der erste können wir schon abtreten. Können wir fast schon bezahlen, aber machen wir nicht. Wir müssen unseren Laden investieren. So. Gucken wir mal nach unseren Angestellten. Unseren Ralf, unseren besten Kassierer überhaupt hier. Moment, was haben wir heute für einen Tag eigentlich? Samstag. Morgen ist frei. Gut, dann weil morgen frei ist, schicke ich den auf Schulung, das kostet ein bisschen was, macht nichts. Hier haben wir drei Punkte zu vergeben. Machen wir mal eben. Eins, zwei. Ach so, das geht nicht. Ich dachte, hier oben geht's. Hier? Nein. Ach, jetzt weiß ich. Wir müssen ihn auf Schulung schicken. Und dann können wir hier oben ja seine Erfahrungswerte mit steigern. Muss ich hier draufklicken? Ja. Oh, das kostet 200. Na gut, komm. Mal fertig. So, und einen würde ich gerne einstellen. Und zwar für, Moment, Moment, ich guck mal lieber hier drauf. Info, nee, hier, nicht Wiederbeschaffung, Verkauf. Marketing kann ich selber machen, Wiederbeschaffung auch. Hier, Verkauf braucht jemand. So, dann gehe ich mal raus. Und ich suche mal jetzt jemand. Irgendjemand. Fangen wir einfach an. Bewerbungsgespräch. So, hier, Verkauf. Kann ich nicht gebrauchen. Bist du total die Niete. So, der nächste. Zack. So, Verkauf. Ja, schon gut. Okay. Fortsetzen. So, was wollen wir an Gehalt? Gehen wir mal in die Mitte. Ne? So. Kommt, Mindestlohn 10 Euro. Das ist gut, sagt sie. Na, okay. Dann ich das gut. 10,21 Euro im Verkauf. Alles klar. Entlassen. Nein, nein, anstellen. Einstellen. Wer ist das? Ronja? Ronja, komm her. Ronja. Ronja Huber. Okay. Du kriegst erstmal deine Pausen. So. Genau. Wie dein Kollege auch. Bis Sonntag. Du bist im Verkauf. Sehr schön. Sonntag hast du frei. Erst, naja. Ja, gut. Ja, Sonntag ist er frei. Okay. Wir haben ja Samstag, ne? Ja, wir haben Samstag, genau. Und er ist auf Kurs. Trotzdem mache ich Sonntag frei. Gut, dann gehen wir hier raus. Jetzt muss ich hier hin. Bleibt geschlossen. So, bleibt geschlossen. 1265 kann ich wirklich nicht viel mit anfangen. Aber ich muss mal gucken. Ja. Gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal raus. Schauen wir erstmal. Ach, mein schöner Laden. Ja. Ach, so schön sieht er gar nicht aus. So, was haben wir auf Lager? 82 Stück. Na, ist nicht gerade viel. Also, was haben wir auf Lager? Moment. Die drei Hosen und die paar Schuhe. Oh Mann. Ja, ein Dolle seid ihr nicht. Ja.
Beige, Blau, Grau. Ja. Was machen wir jetzt hier? Mit den paar Kröten, die wir haben. Ja. 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 Lager, Mitarbeiter. Geh mal auf Lager. Was machen wir denn da? Ich tue alles verkaufen. Ich werde jetzt alles verkaufen, egal. Achso, Bewegung nennt sich das. Ah, gut. Ich will verkaufen, nicht bewegen. Komm her. Wir werden jetzt verkaufen. Ja. Weg damit. Alles weg. Komm her. Wieso bleibt da was übrig? Komisch. Wieso bleibt da jemand übrig? Auspacken. Ja, da packt er aus. Hä? Achso, ich hab. Achso. Ach. Ich verstehe. Gut. Hab verstanden. Ja, da machen wir mal. Wie viel Geld haben wir denn? 2000. Komm her. Wir brauchen Lagereinheiten. Ah, das ist doch zu teuer hier. Komm, 650. Nein. Da soll später ein anderer hin. Hier. 650. Alles klar. So, jetzt kann ich auspacken, oder? Pack aus. Ja. Ja. Wir brauchen ein anderes Konzept. Und Platz ist teuer. Müssen wir ein bisschen dazu machen. Ja. Ja, na komm an. Okay, zocki. Fließbandarbeit. Was denn? Ah, schon voll. Okay. Haben wir noch Geld? Wir haben noch Geld für ein Regal, oder? Ja. Komm her, Lagereinheiten. Ja, 650 haben wir doch. Mann, haben wir Kohle. Komm her. Wander. Zack. Auspacken. So, dann haben wir 60 und 60. Ja. Genau, 120. Und hier passen 120 rein. Ja, wunderbar. So. Ja, viel mehr investieren geht auch nicht. Wir müssen noch irgendwas bestellen. Ne? So. Ja, ich würde sagen, was bestellen für 120? Tja. Na gut. Und ich habe ja jemand eingestellt. Für den Verkauf. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Den Kredit müssen wir auch bezahlen. Ach ja, den Kredit müssen wir auch bezahlen. Ach. Ja, das ist doch klasse. Stimmt ja. Mann. Komm her. Bank. 357. Eieiei. Ich habe noch einen Kredit offen. E-Mail. Touristen.
Klimakonferenz, Verkauf von Kessel, glaube ich. Ja, können wir mal löschen hier. Ja. Bank. Ja, wird immer weniger, aber 185, was soll ich denn da kaufen? Oder sollen die Leute den Laden leer kaufen? Vielleicht bringt das ja was. Oh Mann. Mein jetzt hier. Ein bisschen haben wir noch im Lager, ne? Ja, komm. Komm, wir machen jetzt gar nichts. Wir haben jetzt, was haben wir, Sonntag? Ja, Sonntag. Ja, Sonntag. Ich hab euch doch Sonntag freigegeben, ne? Nein. Gibt kein frei. Ja. So. Alles klar. Hab ich jetzt richtig gemacht? Ja. So. Ja, mal gucken. Alles klar. Zack. So, wir haben Sonntag, ja? So, wir gehen jetzt. Ab in den Laden. Ja, neuer Tag. Neues Geschäft. Es fällt aber nichts. Unser Karl kommt heute nicht. Mal sehen, ob meine Angestellten kommen. Ah, zwei arbeitsbereite Mitarbeiter. Geht auf den Weg. Ja, wunderbar. Wo sind sie denn? Wo kommen sie denn? Ah, da hinten wahrscheinlich. Wo sind denn meine Mitarbeiter? Aber Ralf und die Ronja. Jawohl. So. Die Ronja ist für den Service zuständig, Verkaufsberatung. Und der Ralf macht als Profi die Kasse. Sehr schön. Platz da. So, im Lager muss ich selber jetzt nochmal nachschauen. So, haben wir nur die rosa, gelbe und schwarze Schuhe. So. Ich kann nicht alles auf einmal merken. So. Rosa, gelb, also rosa ist hier noch. Gelb und schwarz. Ja, okay. So, dann schaue ich mal nach den Hosen. Ja, wie soll man das bezeichnen hier? Beige, hellblau, dunkelbraun. Ja, dunkelbraun ist das auch nicht, aber. Beige, blau, braun, okay. Was haben wir denn hier? Beige, blau, haben wir hier schon hängen. Hier ist schlecht. Können wir hier noch was auffüllen? Ja. Genau. Ja, die hier, die können mal weg, oder? Komm her. Weg. Hosen. Komm her. Mal die. Einmal die. Zack, zack. Na gut. So. Hier geht's nicht. Hey, have a minute? Ja, ich hab hier eine Angestellte, bitte. Komm, ich geh am Computer hier. Muss Werbung machen. Mach Werbung. Komm her. Hipster. Mach mal für Hipster. Mach mal für die Hippies hier. Dann können wir auch eine schöne Geschichte erzählen. So, mach mal. Ganz schön anstrengend hier. Als Filialleiter. Ja.
wird Zeit, dass ich hier einen Getränkeständer und Zigarettenständer hinstelle hier, sonst habe ich selber nichts mehr. Wie, was heißt hier? Pause? Habt ihr Pause? 11.45 Uhr. Ja, noch steht da eine Kasse. Wieso ist die Tür aufgegangen? Wollt mich ja jemand spionieren, wie der Chef arbeitet. Der Reif ist von der Kasse. Jetzt kommt er. Entschuldige, Ralf. Das muss ich an die Kasse. Ja. Na komm schon. Steh auf. Steh auf. Geh an die Kasse. Excuse me. Ja, Entschuldigung, ja. Ich entschuldige mich auch. Excuse me, please. What's happened? Come on. Come on, guys. Oh, I love you, boys. All for sale. Ah, schön, ja. Was haben wir denn? 39 Euro, nice. Ist ja nicht die Welt, ne? Wollen wir andere Währung einführen hier? Ah. Hey, can you help me? Hey, can you help me? Ja, meine Angestellten kommen gleich. Komm rein, an die Kasse. Ich muss meine Arbeit fortführen hier. Hipster. Ja. Nicht technische Geschichten wollen ja. So. Mach. Thanks. Hau rein, mein Junge. Oh, was haben wir denn? 2019. Ja, also. Die Bälle sind nicht. Oh, wir machen ein bisschen Marketing hier. Noch sind unsere beiden Mitarbeiter zufrieden. Sieht man hier. Energie, Stimmung, Optimismus. Ja, die liegen beide auf dem gleichen Level. Scheint sich gut zu verstehen, die beiden. Ist gleich wieder feiern. Ich sollte mich mal besser ein bisschen beeilen hier am Computer. Okay. Wenn ich noch mehr Personal habe, dann brauche ich noch einen Raum mehr. Ich muss hier irgendwie Tisch hinstellen. Ja, fertig. Also schnell geht das alles gar nicht. Hier kann ich nichts. Hier kann ich etwas. Ja, ich meine dich doch nicht. Du sollst dich um die Kundschaft kümmern. Hey, a little help. Oh, was haben wir noch auf Lager? Dürfte immer viel sein, oder? Oh, schwarze Schuhe und die drei Hosen. Schwarze Schuhe. Tun wir die gelben weg hier. Ja, die gelben tun wir weg. Schwarze Schuhe. Yeah. So. Zu füllen. So. Hier die Hosen. Ja. Tu
tun wir die weg hier. Also. Na gut, lassen wir mal so. Was denn? Oder weg? Na gut, kannst du schießen? Kleinen Blick. 70. 70 können wir nur ein. 70. Na, für 120 können wir eh bestellen. Ja, klappt wieder nicht. Zu wenig Kohle. Wie sieht's denn aus, kreditmäßig? Ja, einer ist schon mal weg. Nur noch das hier. Das müssen wir noch wegkriegen hier. 1237. Die müssen wir noch wegkriegen. Dann geht das schon wieder einigermaßen. Ja, gespeicherte Bestellung. Ladies first hier. Hinzufügen. Ja, das können wir wieder stark kürzen. Macht nichts. Wir nehmen wieder Release weg. So, und aber machen wir hier. Die Grünen weg, Gelbe weg. Ach. Ach, die rosa Schuhe sind schön teuer. Wollte ich eigentlich behalten. Immer die weg. Na komm, tun wir bestellen. So. Wunderbar. Okay, meine Freunde und die Zuschauer. Ja, heute war mal wieder ein Tag. Ein anstrengender Tag. Und wir sehen weiter, was uns die nächsten Tage so bescheren werden. Wie viele Kunden wir noch anziehen können, dies und jenes. Wir wollen auf jeden Fall unseren Umsatz steigern. Ja, und für den Profit dann investieren. Kann noch ein bisschen dauern, so wie es ausschaut. Wie gesagt, jeder fängt mal klein an und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin und tschüss.